Wie kommen die jetzt hier unbeschadet runter bei Let's Play Dark Souls Runde 2? So jedenfalls nicht. So, jetzt muss ich mal gucken, wo ging's jetzt hier nach Hollywood? Ich glaube hier unten lang. Oh, gut, man fällt hier nicht runter. Sehr gut. Ihr werdet eventuell feststellen, ich habe ein paar andere Sachen an. Insektenviecher. Aber ich glaube, die sind ziemlich harmlos hier. Ja, das gibt's auch bei Dark Souls. Harmlos. Was aber nicht harmlos ist, ist quasi die Beschreibung dieses Tores hier. Wenn man nämlich diesen Eid, den in meiner letzten Folge auf plus 2, nicht auf plus 2 hätten, würde man hier jetzt bekommen, irgendeine komische Apparatur verhindert, dass wir das Ding aufmachen. Und dann denkt man ja irgendwie nach irgendwas Mechanischem. Wir müssen Schalter umlegen oder was anderes machen. Nein, man muss diesen Eid hochbringen. So, und... war sie das? Jawohl, das ist die Sonnenlicht-Medaille. Oh, nee, das war die falsche Made quasi. Ja, diese Maden hier sind im Grunde der Grund, der dazu führt, dass der liebenswerte, wer ist er noch gleich, Solaire verrückt spielt. Weil eine davon ist die Sonnen... oh, man kann hier Sonnenlicht-Medaillen farmen, das ist mir neu. Das ist aber geil. Dann muss ich ja nicht unbedingt in diesem wie heißt es, Charakteren helfen, sage ich jetzt mal. Das Interessante ist jetzt nur gerade... die vier sind tot? Das müsste doch eigentlich auf der Seite des Tores hier sein, oder? Die Sonnenlichtmade. Jedenfalls, eine dieser komischen Maden, die eigentlich hier rumlaufen, rumspringen müsste. Das finde ich jetzt seltsam, dass ich die hier nicht finde. Dann kann ich das vielleicht gar nicht machen, was ich... oh, oder ist sie das hier? Da haben wir ja noch eine. So, probieren wir es mal. Und da ist noch eine. Ah, da ist sie, die Sonnenlichtmade. Die ist relativ wichtig. Also, diese Eidechse kann mich gerade mal... oder aber, na, wahrscheinlich werde ich hier... was soll's. Wahrscheinlich werde ich hier ohnehin noch sehr häufig rumlaufen. Ah, stirb. So. Ich will gerade überlegen, gehen wir da vorbei oder gehen wir da nicht vorbei? Ich gehe jetzt erstmal hier auf Nummer sicher mit meiner Heilung. Weil dieses Viech da hinten könnte mich umbringen. Nämlich ganz, ganz sachte... oh, das habe ich gar nicht gesehen, dass ich da noch Loot hier bekommen habe. Also, ich bin nach dem Ende der letzten Folge, habe ich gedacht, ich gehe jetzt erstmal zuerst hier entlang. Und damit ich mit meinen vielen tollen Seelen, dass ich die jetzt hier nicht verliere, weil jetzt hier in der Nähe gar kein wirkliches neues Leuchtfeuerchen mehr ist, habe ich noch glatt gedacht, Berndi, dann könntest du ja deine Seelen ausgeben. Ich habe jetzt insgesamt 24 Punkte in Ausdauer und die sind haargenau, reichen sie aus, damit ich... bringt es was? Ja, gucken wir mal. Die reichen nämlich haargenau aus, damit ich mit meiner vollen Kleriker-Rüstungsmontur, mit Balder Shield, oh, sehr gut, mit Balder Shield und mit... Apalach, ich springe da jetzt nicht. Mit Balder Shield und mit dem Schlangenschwert, damit ich genau in der mittleren Geschwindigkeitsstufe... ist er tot? Piu! Ja, sehr gut, Kleriker-Fähigkeiten. Das habe ich mir schwieriger gerade hier vorgestellt. Dieses Viech hier respawnt übrigens als einziger von den Dämonen-Titaniten und ja, man kann hier, wenn man wieder zurück zum Leuchtfeuer zurückkehrt und wieder hierhin, kann man an dem Ding dieses Dämonen-Titanit quasi farmen, was dazu notwendig ist, um Bosswaffen aufzuleveln. Von daher, wenn man nicht nur vorhin eine war, Bosswaffe oder Bosswaffe aus Waffe aus Bossseelen geschmiedet, hier durchzudrücken, dann kann man das da tun. So, jetzt ist die Frage, war der... ich werde jetzt hier nicht alles beim ersten Mal machen. Hier unten, hier kommen wir nochmal wieder. Und zwar, weil hier auch noch eine andere Quest zu erledigen ist. Und zwar die von Sigmeier of Katarina. Wobei ich jetzt glaube, ich meine es noch nicht hier unten, aber ich meine, ich kann gleich mal gucken. Ich kann gleich mal gucken. Nämlich, ich habe mir gedacht, ich gehe erstmal zuerst hier hinten, damit ich noch aus meiner Menschlichkeit Profit schlage, weil ich gedacht habe, dass der Dämonen-Titanit mich umbringt. Ich wollte eigentlich zuerst mich dran vorbeischleichen. Was heißt vorbeischleichen? Dann vorbeilaufen. Aber nein, so ganz, ganz sachte, ganz, ganz sachte. Erstmal hier auf... genau deswegen. Jetzt gucke ich mal hier runter. Diese leckeren, diese Schleckermäulis. Yay. Yeah. Ich gucke jetzt gerade mal, ob ich den Typen hier stehen sehe. Ich meine nicht. Ich meine, dazu muss ich zuerst runter nach Schandstadt nochmal. Deswegen kommen wir ein andermal hier nochmal wieder. Konzentrieren wir uns erstmal auf die wichtigeren Dinge im Leben. Und vielleicht nochmal ganz kurz was anderes. Ich nehme diese Folge hier unmittelbar auf, nachdem ich die letzte aufgenommen habe. Deswegen kann ich hier auf neue Kommentare leider noch nicht eingehen. Das mache ich einfach deswegen,
Weil ich gerne hier für, was ist das heute, für Dienstag noch eine Folge gehabt hätte. So, jetzt werde ich hier gleich wahrscheinlich sterben. Weil ich keine Ahnung habe. Ach nee, da von da oben. Jetzt muss man schnell sein, Damit ich noch eine Folge quasi übrig habe für euch. Und ihr könnt mir das gerne ja mitteilen, ob ihr das auf diese Art und Weise und... Boah, bloß nicht zum Karsten kommen lassen. Die Dame hier. Eine der Geschwister, also von Quäler. Und Nummer 3 von Finsterritterkirk. Deswegen auch ganz wichtig. Aua! Ganz wichtig. Auch nicht schön, aber effektiv. Ja. Genau, Nummer 3 von Finsterritter Kirk. Und wir bekommen jetzt sein Stachelschwert, wo ich keine Ahnung habe, wie gut das... Oh Gott. Ich werde diese Seelen sowas von verlieren! Hätte ich das machen sollen, hätte ich das nicht machen sollen? Na egal. Egal. Die paar Level-Ups noch. Ich werde jetzt auch keinen Punkt mehr in Ausdauer reinstecken. Das, was jetzt noch kommt, kommt noch in... Upsi. Kommt noch in... Das ist ein Super Mario-Gegner, oder? Der könnte hier durch die Tentakel durch in das Innere und da mit seinem Pömpel rumpampeln. Oder sowas. Ja. Und die Scheiße da raussaugen. Die Öffnungen öffnen. Alle. Auch die Verdauungsöffnungen. So. Gegen den nächsten Boss, den wir jetzt hier haben... Keine Sorge. Ich werde auch den anderen Boss, der hier noch ist, machen. Aber später. Oder? Ach, keine Ahnung. Ich habe mich jetzt dazu entschlossen, das so zu machen, wo wir schon mal da sind. Bleiben wir hier, machen das. Und ich werde sowas von dir krepieren. Ich habe gerade das Gefühl, ich habe viele Sachen angesprochen, die ich nicht zu Ende gesprochen habe. Ja, wie gesagt, ihr könnt mir gerne sagen, ob ihr lieber darauf verzichtet und nicht auf Kommentare eingehen soll. Aber... bevor ich das nächste Mal irgendwie 2 Folgen so nah am Stück hier aufnehme, aber ich glaube, den meisten wird das mehr oder weniger egal sein. Caryburn 1 hatte mir noch geschrieben, darauf bin ich in der letzten Folge leider nicht angegangen, dass Sif versucht, einem davon zu bewahren, in den Abgrund hineinzukommen. Beziehungsweise vom Abgrund überwältigt zu werden. Deswegen kämpft er gegen einen. Das ist mir bisher noch nicht klar geworden. Ich habe gedacht, er versucht das Andenken an Artorias mehr oder weniger zu wahren. Und deswegen. Diesen Boss kann man hier so ein klein bisschen... Wow, dass mich das noch trifft. Kann man so ein klein bisschen cheesen. Zumindest an dieser Stelle hier noch mit einer Fernkampfwaffe. Der Boss macht erstmal in dieser Phase noch nicht wirklich etwas. Solange wir uns außerhalb dieses inneren Bereiches bewegen. Außer hier. Ihr klatscht nämlich einmal... Jetzt... Wieso trifft mich das verdammt nochmal? Ich bin doch nicht mal in der Nähe von deinen langen Fingern. Langfinger. Fieser Kerl. Ich versuche eigentlich hier nur seinen blöden Angriff hier, genau, das hier zu triggern. Genau. Man, das trifft mich doch nicht, Mann, jetzt. Ganz schnell hier rein. Hier kann man nämlich auch erstmal alles mit einem Pfeil wegschießen. Und das auch von außerhalb mit einem Pfeil treffen. Das Problem ist, jetzt beginnt Phase 2 dieses Bosses. Und die ist nicht mehr so einfach. Denn dadurch, dass wir jetzt seinen Flammententakel in Thai-Porno von Asbestmutten. Zumindest sind das die einzigen, die das wahrscheinlich aushalten würden. Ich weiß noch nicht mal, was das hier ist. Ist das eine Seele oder irgendwie sowas? Zumindest sieht es teilweise so ein bisschen aus wie so ein Kopf mit einem Körper. Auch mit diesem. Kommt das die Klatsche nochmal auf den Boden? Vermutlich. Oder auch nicht. Das Problem ist jetzt, sind jetzt zwei Dinge. Nämlich, seine Reichweite ist höher. Bitte springen! Danke! Und der Scheißboden hier bricht ein. Komme ich hier dran vorbei? Ja. Und hier komme ich meistens erstmal nie raus und falle überall rein. Und wir müssen uns deswegen in den inneren Bereich begeben, wo wir von seinen Tentakel... Genau deswegen sterbe ich hier immer. Ja, und ich darf den langen Weg hierhin jetzt laufen. Das Schöne ist, ich muss dieses Tentakel nicht nochmal freihauen. So, jetzt bin ich mal gespannt, ob wir noch an unsere Seelen rankommen. Aber wenn die jetzt hinter einem Abgrund sind, dann verzichte ich vielleicht doch lieber drauf. Und ich muss hier an dieser Stelle mal ganz deutlich gestehen, ich habe es noch nie geschafft, diesen Boss... Oh Gott, da hinten in der Ecke liegen sie. In einem Rutsch durchzuspielen, beziehungsweise in einem Rutsch zu erledigen. Komm ich da ran, das... Ach, das... Nee, da falle ich dann wieder da rein. Und das erhöht die Reichweite, oder probier es trotzdem mal. Versuchen wir es mal. Wisch. Genau das. Was heißt genau das meine ich? Wow. Und das ist noch nicht alles, was er kann. Oh, das ging aber ganz knapp an mir vorbei. Jetzt kommt Wisch Nummer 1, Wisch Nummer 2. Wir lassen uns schön wegwischen.
und das war. Ich hätte da nicht rangehen sollen. Also, der wischt so schnell. Weil es sehr gründlich ist und sehr sauber. Das ich da. Ich teilweise keine Ahnung habe, wie man da daran vorbeikommt. Also, ja, schön. Okay, dann können wir uns das nächste Mal auf den anderen Arm konzentrieren. Der Nachteil an der Abkürzung zu dem Boss ist der wahnsinnig lange Laufweg, den man bis zu dieser Bosskammer hat. Er ist jetzt nicht sonderlich schwer, vor allem da ich diesen Dämonen-Titanit mit meinen Klerikerfähigkeiten abnippeln lassen kann. Aber, das kriege ich, die Seele nehme ich mir dann doch noch an mit, die ich auf dem Weg hier einsehe. So, das, das ist schwierig, ich glaube, der kann auch einen ziemlich krassen raumweiten Flammen-AE. Ich habe auch auf... Ja. Ich habe auch absichtlich zuerst auf der rechten Seite den Arm freigelegt, weil ich meine, dass man hierüber leichter zu der anderen Seite kommt als umgekehrt. Oder ich rede gerade Bullshit. Scheiße. Oder von hier aus könnte man gut mit Hilfe eines Bogens operieren, sage ich jetzt mal. Oder ich vertue mich gerade. Ich glaube, ich muss doch einen ganz krassen anderen Weg laufen hier. Also mir geht es, oder würde es sehr, sehr wohler ergehen, wenn ich den anderen Arm freigelegt haben sollte, irgendwann einmal. Oh Gott, er wischt mich dahin. Er wischt gerade gar nicht. Das ist gut, da ist irgendwie Hauptsache, er wischt mich hier gerade nicht ins Loch rein. Nein, bitte nicht runter. Bitte hier vorbei. Gut. Und rein da. Uiuiui. Oh Gott. Vielleicht vertue ich mich auch wirklich. Hoffentlich kommt jetzt nicht sein Flammen hier drin. Hat das Ding kaputt! Hat das Ding kaputt! Wie gesagt, von dieser einen Stelle hätte ich auch wunderbar mit einem Bogen reinschießen können. So, sollte es mir jetzt noch gelingen, hier rauszukommen, wäre das natürlich schön, aber damit rechte ich jetzt ehrlich gesagt nicht mit. Hier krepiere ich dann auch meistens nochmal. Seht ihr da Kopf? Ah ne, das ist alles ein Körper da oben drüber. Interessant. Das ist mir bisher ehrlich gesagt noch nicht aufgefallen. Ich habe gedacht, das wären nur die Hände oder sowas. So, oder jetzt kann er seinen wahnsinnig krassen Flammen-AE. Wahnsinnig krassen... Okay. Ja, passiert, nicht wahr? Da wusste ich jetzt auch nicht mehr, wohin. Okay, wenn es denn jetzt klappen sollte, der letzte Weg zu diesem Boss. Bis gleich. So warm ihr die Dark Souls-Götter Holz sind, ist es dann jetzt hoffentlich der letzte Versuch gegen diesen Boss hier. Also Gwyn, altes Haus, weiß ja, du bist okay, ich bin okay. Du bist nicht okay. Roar! Ich habe jetzt mal den Flammensteinplattenring hier angezogen. Ja komm, wisch. Oh, kaka. Verdammt, diese Wischreichweite ist unglaublich. Ich wünschte, könnte ich meine Wohnung in einem Mal wischen. So, brich zusammen. Brich. Oh mein Gott. So, sollte es jetzt soweit funktionieren, dass... Das Problem ist, er kann mich immer auf der Flammen-AE treffen. Ich roll hier eigentlich auch lieber durch. Erdbeben. Hinweis für Flammen-AE, man weiß es nicht. Ich hoffe, der Flammensteinplattenring schützt mich so ein bisschen davor. Und bups. Oh ja, es könnte sein, dass mich das hätte jetzt gekillt. Das wäre dann, glaube ich, ein klassisches Double KO gewesen. Weil ich hatte mal mit einem Charakter vor kurzem noch diesen Boss hier gemacht. Meinem ersten Panzer, glaube ich, war das. Beim ersten Panzercharakter nicht gespielt habe. Und der hat irgendwie noch so ein paar hundert Lebenspunkte mehr als der hier. Und der hat es auch nur ganz knapp überlebt. Liegt vielleicht auch so ein bisschen an der Rüstung, die ich anhab. So, der Boss, der wahrscheinlich von den meisten Leuten oder Spielern dieses Spiels gehasst wird. Nicht, weil er so kacke ist, sondern weil er richtig kacke ist. Weil es eben, ja, so ein Gimmick-Boss ist mit seinen komischen Zeugs hier. Und mal kurze Übersicht. Also, Konditionen, denke ich, erstmal ausgesteigert. Wille noch nicht ganz, aber für dieses LP schon. Wenn man diesen Charakter hier nach dem Durchspiel weiterspielen würde, würde man sicherlich noch auf 50 gehen, weil man dann mit einer gewissen Boss-Seele, die man erst verarbeiten kann, wenn man im New Game Plus ist, ohne zu spoilern, dann den stärksten blitzartigen Zauber bekommt. Also den Version Nummer 3 dieses Blitzspeeres. Vitalität mehr. Ausgezeichnet. Und wir sehen uns dann bei der Tochter des Hoppala Chaos wieder. Bis... Glaubt nicht, aus Lippen kehren. Teleportieren, genau da ist es. Tochter des Chaos, bis gleich. Es ist auch so ein Boss, wo ich mir ehrlich gesagt nie wirklich Sorgen drüber mache. Weil,
man hat sozusagen Checkpoints im Kampf. Vielleicht hassen das manche auch, aber ohne diese Checkpoints, ich weiß nicht, ob ich ihn da jemals geschafft hätte. Ja, wegen diesem Rauslaufen. So, und nachdem wir Kirk dreimal besiegt haben, dann ist hier seine Leiche. Ich hatte mal was dazu gelesen, dass er irgendwie Menschlichkeit sammelt. Es ist ja quasi ein Invader, der mehrfach invadet und dadurch wahrscheinlich meine Menschlichkeit an sich reißen will. Ich meine, ich hätte mal was darüber gelesen, dass Kirk im Dienste der Fair Lady hier steht, weil sie sich ja mehr oder weniger für ihre Untergebenen geopfert hat und ihr Miasma, ihre Krankheit, ihre Seuche in sich aufgenommen hat und deswegen so hier rumsiecht. Und ihr soll es wohl besser gehen, wenn man ihr Menschlichkeit gibt. Vielleicht erinnert sich der ein oder andere noch an den ersten Versuch. Und dann würde es natürlich auch Sinn machen, dass seine Leiche hier quasi in der Kammer von der Fair Lady hier drin steckt. Und wenn ich jetzt mal seine Rüstung angucke, wenn ich herausfinde, wo sie denn hier ist, muss gerade mal durchgehen. Es ist einfach viel, viel, viel zu viel Zeugs hier. Da, Dornrüstung. Okay, schlechter als das, was ich jetzt habe, aber das macht natürlich Sinn, weil ich meine Rüstung ziemlich aufgewertet habe, zumindest gewisse Teile. Rüstung des Dornenretters Kirk, des gefürchteten Geistes der Finsternis. Ein dichtes Dornengestrüpp wächst auf ihrer Oberfläche. Der passende Gegenstand für den mörderischen Kirk. Denn schon, indem man sie einfach nur trägt und eine Rolle ausführt, kann man den Gegnern Schaden zufügen. Ja, und das ist der ganz große, tolle Effekt dieser Rüstung. Man kann in den Gegner reinrollen, macht damit Schaden. Aber es ist nicht viel Schaden. Man steht hier noch irgendwas anderes. Der passende Gegenstand für den mörderischen Kirk, der schon jemand... Ja, das hatten wir schon. Ansonsten gibt es scheinbar von seiner Ausrüstung hier keine weitere Information. Wo man also das hernimmt, weiß ich nicht, vielleicht eben aus diesen Informationen, dass er als Finstergeist anderer Leute spiele, also des Spielers quasi invadiert. Und hier steht auch nichts Neues. Und seine Leiche eben hier auftaucht, dass man aus dem Schluss ziehen kann, dass er im Dienste der My Fair Lady steht. Und zusammen mit den Texten, die man hier noch kriegt, wenn man den entsprechenden Ring hat und mit dem Typen hier spricht. So, das ist die Rüstung. Finde, sie sieht auch ziemlich geil aus. Ich würde am liebsten... Es ist so eine Rüstung, die finde ich wirklich richtig geil vom Aussehen her. Und durch das Reinrollen kann man Gegner im PvP, glaube ich, ganz gut ja, anknechten, abkacken lassen. Wenn man in sie reinrollt und sie haben keine Poise oder keine Haltung oder wie das heißt, da kann man schon dadurch, wenn man in sie reinrollt, sie von ihrem, ja, Zauberwirken und sowas abhalten. So, ich bin jetzt halt überlegen. Den Centipede Demon könnte man eventuell noch machen. Da werde ich mich jetzt offscreen in die Kammer des Kampfes mit dem Feuerdämon runterbegeben. Deswegen sage ich mal, bis gleich. So, da bin ich wieder, in der Kammer des Schreckens, wo wir gegen den Feuerdämon gekämpft haben, gegen den Recycling-Boss. Immerhin haben sie einen Feuereffekt hinzugefügt. Ja, ganz tolles, großes Kino. Ansonsten könnte ich mir gerade selber mal ordentlich schön den Hintern lutschen, weil ich mir ordentlich viel Laufarbeit zugemutet habe, die nicht notwendig gewesen wäre, hätte ich denn in der, oder zu Anfang dieser Folge, halbwegs ordentlich geschaltet. Nämlich diejenigen unter euch, die das Spiel kennen, werden das ganz, ganz schnell herausfinden, oder quasi, werden es schon gewusst haben. Ey, Bernd, wie kannst du, bist ja so ein Depper, so Depper bist du. Da sollte man nicht ein Steuerkreuz lassen hier. Steuerkreuz-Entzugsverbot. Ich meine, das wäre ja quasi kontraproduktiv, ein Entzugsverbot, sondern dann dürfte man mir nichts entziehen. Zumindest nicht diejenigen, die unter Entzugsverbot leiden. Los, lass mich vorbei. Boah, diese Viecher hier können mir sowas von den Hintern aufreißen. So, jedenfalls, was ich sagen wollte, ich kann echt nicht bis hinter meine Unterhose denken. Nämlich hier vorne haben wir, und den werde ich jetzt mal kurz, sonst irgendwas? Na, einfach mal kurz rüberlaufen. Oder kommt das... Ah, nee, genau. Wir haben hier nämlich einen Aufzug, der direkt nach oben in Quelax Sphäre führt. Direkt vor die Kammer der Holden Maid. Ja, ich hätte einfach nur das Ding hier runternehmen müssen. Und dann wäre ich hier gewesen. Und hätte ich den ganzen scheiß Weg nicht runterlaufen müssen. Aber auf der anderen Seite habe ich eventuell wieder... Wo laufen wir jetzt hin? Na, in die richtige Richtung, gut. Auf der anderen Seite habe ich jetzt vielleicht wieder genug Seelen, um nochmal ein Level-Up reinzuwirken. So, der nächste Angstboss steht uns mehr oder weniger jetzt gerade noch bevor. Angstboss deswegen, ich mag ihn auch nicht. Ich mag ihn zwar mehr als den blöden Exeth-Baum, den wir jetzt gerade besorgt haben. Aber ich bin jetzt gerade selber mal gespannt, in welcher Form ich es schaffe, ihm jetzt mit Hilfe meiner klerikalen Fähigkeiten vielleicht ein bisschen einzuheizen. Im Gegensatz zum Feuerdämon ist der Feuerdämon empfindlich gegenüber Feuer. Ja, ganz tolles Kino.
Shit. Aber bevor ich das Zeug verliere, wozu habe ich denn ja 1000 verschiedene... Na, eine Heldenseele muss jetzt nicht unbedingt sein. Wozu habe ich denn ja 1000 verschiedene Seelen? Benutzen wir mal eine, um hier nochmal aufrüstmäßig aufzusteigen. Ja, komm. Na, ein bisschen mehr Lebenspunkte kann nicht schaden. Vor allem bei dem, was uns jetzt noch erwartet, obwohl wir schon im Grunde fast alles erledigt haben. Fast alle Bosse erlegt. Ja, ich weiß. Nicht die Mausoleumswächter, aber die Mausoleumswächter, die können nämlich jetzt gerade mal. War hier was? Ah, ja, genau. Ansonsten bin ich jetzt gerade am Überlegen. Ich habe, glaube ich, meinen Flammensteinplattenring wieder ausgetauscht. Ist das vielleicht nicht so die wahnsinnig gute Idee? Werdet ihr jetzt meinen, weil der nächste Boss mit Feuer... Oh Gott, dass ich da noch drauf gelandet bin. Mit feuerartigen Angriffen, ich weiß es schon gerade nicht mehr, angreift, beziehungsweise der Schlachtfeld ein wenig flammig ist. Aber was soll's. So! Der nächste, der Grund nämlich, weswegen ich den nächsten Boss hasse, ist nicht der Boss selber, sondern der Boss verbunden mit dem Areal, auf dem man sich nämlich noch bewegen kann. Oh ja, stimmt, wir haben eine kleine Cutscene. Ich hoffe, diese Folge wird jetzt nicht super elendig lang. Ja, ihr seht das Stückchen Land, worauf ich gerade drauf stand, ist Sternchen, Anmerkungssternchen, das Schlachtfeld. Und der Boss ist fast so groß, dass er dieses Schlachtfeld einnimmt, wenn er denn überhaupt herkommt. Ich bin mal gespannt, ob ich mit Hilfe meiner klerikalen Fähigkeiten irgendwas machen kann, ob ich schnell genug angreife. Ja, ich finde diesen Boss allein vom Aussehen finde ich ihn schon ziemlich geil. Und wenn man die Abkürzung freigeschaltet hat, ist er auch optional. Jetzt kommt der Grund, weswegen ich nicht. Man kann den Kampf noch aus einem zu einem anderen Kampffeld führen, aber dann schadet man sich ganz, ganz stark. Komm, 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 anvisieren und. Yes! Wuchs! Oh, sehr gut, sehr gut. Du kannst ruhig auf der Lava bleiben. Du kannst ruhig auf der Lava bleiben. Ich bin ein Kleriker. Grammaton, irgendwas. Aber. Oh, jetzt werden wir mal Götterzorn aktivieren. Wumms! Und jetzt werden wir mal einen Heilgegenstand aktivieren. Deswegen mag ich den Boss. Ihr seht, wie groß er ist. Ich sehe gerade irgendwie überhaupt nichts mehr. Und das ist der Grund, weswegen ich ihn nicht mag. Und der Grund, weswegen. Aua! Kann ich auch irgendwas trinken? Ich sehe ja gerade überhaupt nichts. Okay, Schlangenschwert. Gut. Ich sehe ja gerade. Was macht der? Ich möchte aus dem Feuer raus. Dankeschön. So, auch mal auf den Fuß hauen. Nochmal trinken. Ich habe hier auch keine sonderlich gute Strategie gegen diesen Knabenverrat. Einfach versuchen draufzuhauen und sich an seinem Bein zu befinden. Ich habe mal gelesen. Man kann auch irgendwie den Schwanz abhauen, aber dann bekommt man das, was man jetzt auch bekommt. Also nichts Großartiges. Und dafür hat der Schwanz ein Eigenleben. Das heißt, der keucht und fleucht hier auch so rum. Und macht Schaden und sowas. Und man kann, wie gesagt, irgendwie noch da drüben hin, da ist der Kampfplatz was größer, aber... Nah. So, da ich bis zur nächsten Folge wieder auch in Kommentaren lauschen kann, folgendes, was Gebiet, was jetzt vor mir liegt... Ich hasse es wie die Pest. Moment, mach mal kurz was anderes. Mit diesem Ring, den ich jetzt bekommen habe, kann ich nämlich jetzt über Lava laufen. Für meinen Geschmack hätte man ihn vorher bekommen sollen, damit man für diesen Kampf auf Lava laufen darf. Ich bekomme zwar trotzdem Schaden, aber er ist weniger. Man kann es aushalten, man ist nicht sofort tot. So, hier war noch irgendwo ein Durchgang, den man so furchtbar schlecht sieht. Ich mag dieses Gebiet nicht, was jetzt vor mir liegt. Es gibt keinen Boss mehr darin. Es gibt nur noch ein paar Gegenstände, die ich nicht wirklich brauche. Deswegen... Wenn ihr wollt, mache ich das. Wenn nicht, mache ich es nicht. Deswegen werde ich auf eure Kommentare lauschen. So, und hier ist jetzt Solaire. Why? Why? After all this searching, I still cannot find it. So, und hätte man zuerst, glaube ich, diesen Boss hier gemacht und jetzt hier mit Solaire gesprochen und nicht die Sonnenlichtmade noch erlegt, würde der Solaire dort unten dann mit der Sonnenlichtmade auf dem Kopf auf uns warten und würde uns angreifen. Ob wir davon jetzt irgendwas haben, also wir sollen dann seinen Loot bekommen und auch die Sonnenlichtmade, ob wir davon jetzt irgendwas haben oder nicht, weiß ich nicht, aber ich werde ihn in der nächsten Folge oder in der übernächsten, aber mal gucken, nochmal oben aufsuchen. So, bis zur nächsten Folge dann, wenn sich entscheiden wird, ob ich hier durchlaufe oder nicht. Bis dann, ciao.